So, meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Meeting2.de, zu einer normalen Folge mal wieder. Wir sind in der Vorproduktion ohne Ende. Ich habe wieder zwei magische Steine gehabt und ja, wir haben also wieder zwei Versuche auf die Rüstung. Letzte Folge waren zwei Ritualsteine und jetzt mit Main mal kurz wieder zwei magische raufhauen. Ich habe normales Glück laut alte Frau, mit Karma-Zauber muss das Ding einfach mal gehen, ganz klare Sache. Auf plus 14, Bruder. Auf plus 14, Marin! Los! Okay. Erster Fail. Zweiter magischer Stein. Gib ihm einfach. Mach das Ding hoch. Ich will das auf plus 15 haben. Let's go. Na gut. Aber ab jetzt lassen wir es. Ab jetzt müssen wir erstmal Schulden abbezahlen. Ne, das waren tatsächlich, glaube ich, die letzten Abversuche, die ich gemacht habe, bevor ich entschieden habe, dass ich erstmal die Schulden abbezahlen muss, bevor ich da weiter reinknalle. Ja. Egal, so ein paar Abversuche braucht man, keine Ahnung, manchmal braucht man das einfach, ne? Manchmal muss man sowas einfach machen. Ich weiß nicht, warum ich diesen Clip mit drin habe. Das war das erste Mal, dass ich in so einen Zodek-Boss verwandelt war. Ich glaube, deswegen habe ich es aufgenommen. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, warum ihr das jetzt mit drin habt. Aber ich habe es auch mit reingenommen, ja. Das war noch der Linie, genau. Gut, weiter mit der normalen Folge. Genau, erstmal geht es wieder weiter mit dem Wonscheffeln, der noch jetzt ein paar Schulden an Land ziehen. Und das heißt natürlich auch immer munter weiter Daily Core und Daily Spenden und Razador, Azrael und Co. Das aber jetzt zu dieser Folge nicht. In dieser Folge geht es nämlich ein bisschen was anderes. Ich habe aus unseren vorhandenen silbernen OK-Thronen nochmal kurz eine Pushring ziehen wollen und ich habe Kostüme an. Und wie ihr am Titelbild und am Titel sehen könnt, habe ich mit Andy und mit Sadokin einen Trio-Schlangen-Run gemacht. Und das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe dafür natürlich vorher kurz auf Johara die Vorquests gemacht, um auf die Map zu kommen natürlich. Einfach nochmal ganz kurz den Ablauf habe ich mit aufgenommen. Ich werde auf jeden Fall zum Schlangenrun noch einen ganzen Run-Guide machen. Ihr wisst ja, ich habe eine Run-Guide-Reihe und da wir den jetzt einmal komplett gemacht haben, habe ich das komplett aufgenommen, von vorne bis hinten. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall ganz spannend sein, wenn ich da auch einen Run-Guide drüber diesen Run mache. Fun Fact auf jeden Fall, ich habe diesen Run aufgenommen von vorn bis hinten und wir haben, glaube ich, dieser Clip an sich von Fraps ging 57 Minuten und wer sich ein bisschen auskennt, weiß ja, dass Fraps immer enorme Mengen an Daten frisst und ich habe diese Aufnahme ja, angeguckt im Nachhinein und habe gesehen, Digga, das Ding hat 250 GB für diese eine Aufnahme. Deswegen musste ich das jetzt alles schon mal vorschneiden, damit das runter vom PC ist, weil das ganz schön viel Speicherplatz frisst. Und dementsprechend muss ich jetzt nach dieser Folge direkt den Schlangen-Run-Guide schneiden, damit diese 250 GB endlich weg sind von meinem PC. Also das schon mal als der Fun-Fact nebenbei. War ganz gut. Musste ich mich darüber beäumeln, dass dieser eine Clip 250 GB groß ist. Ja, zum Run selbst. Wir haben den zu dritt gemacht. Ich habe Buff und Main dabei gehabt. Das erste Mal, dass ich den Run-Up gemacht habe. Und Salo hatte, glaube ich, zwei dabei. Und Andy hatte drei dabei. Oder beide hatten drei dabei. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls haben wir die Truhen am Ende aufgeteilt. Und das ist auf jeden Fall ganz spannend. Ich habe das erste Mal diesen Run gemacht. Ich habe den Run nicht mal auf der Beta, auf der Close Beta damals gemacht. Als ich die Chance dazu hatte, habe ich es gelassen. Ich habe auf Johara eigentlich nichts getestet. Und dementsprechend habe ich mich gefreut, dass ich das erste Mal mit diesem Run drin war. Und wir den zu dritt, kann ich ja schon mal sagen, natürlich gepackt haben. Großartig Push hatte ich nicht drin. Ich hatte einen Pushring drin und natürlich Kostüme. Und sonst halt DB und Crit Tau, also DB und Crit Kampf reingemacht und sonst halt nichts. Und die anderen beiden hatten auch einen Pushring drin und ich denke mal, das ist auf jeden Fall für so einen High Run relativ entspannt, dass wir dann halt so gut laufen können. Zwischendurch sind wir ein, zwei Mal gestorben, wenn halt der Stunt zu groß wurde. Das ist aber, glaube ich, verständlich, ne? Wenn so viele Monster auf einen drücken, man einen Stun bekommt und nicht weiter haut, dann ist man als Vaso halt auch immer tot. Genau, so sieht's aus. Ja, hier kommt dann jetzt der Boss. Wir haben in den letzten paar Minuten glücklicherweise noch den Boss spawnen können. Das ist ein bisschen nervig in der letzten Ebene. Selbst wenn du durch den Run gut durchkommst, kann es sein, dass du die letzte Ebene halt nicht schaffst, zeitlich, weil du die Schlüssel nicht in der richtigen Reihenfolge droppst. Also komplett RNG, das ist ein bisschen nervig, aber hat mich natürlich gefreut, dass wir es geschafft haben. Ich wollte unbedingt, dass wir diesen Run mal schaffen. Das ist super cool. Ja, auf den Death Mount gegangen. Bei dem Vieh habe ich tatsächlich einmalig DG Death reingehauen. Einfach nur, weil ich nicht wusste, wie viel ich aushalte, wie viel ich mache. Ich habe keine Seele und ich habe auch sonst nicht großartig viel. Ja, nicht mehr, viel geht natürlich nicht mehr, aber ich habe keinen Top-Fuschring drin, etc. Also ich habe das ganz gut ausgehalten. Ja. Durch die neue Schlangenrüstung halte ich das eigentlich ganz gut aus und es hat mich natürlich gefreut, dass wir den ganz gut gepackt haben. Am Ende hat Salo noch Seele reingekloppt, damit wir den gut runterbekommen, weil wir halt noch zwei Minuten oder sowas hatten am Ende. Ja, dementsprechend hat es gut geklappt, würde ich sagen.
Ja, freut mich. Haben wir natürlich diesen Run das erste Mal. Also ich habe das erste Mal haben wir den Stunt gemacht und das erste Mal habe ich den auch mitgemacht sowieso. Also werden wir jetzt in Zukunft öfter mal machen, auch wenn die Truhen jetzt nicht mehr so extrem viel wert sind und extrem weggehen. Aber da kommen ja natürlich auch sowas wie Segnungen raus und so und das nimmt man natürlich mit. Macht auch extrem Spaß so ein Run mal. Also ich finde, der ist extrem cool aufgebaut. Wie gesagt, mehr dazu gibt es dann im Run-Guide dazu. Ja, habe ich mir die Truhen abgeholt mit Buff und Main. Haben wir aufgeteilt, jeder kriegt 20 Truhen. War echt cool und hat mich sehr gefreut, war spaßig. Ich habe dann gesagt, Salo, pass auf, gib mir die ganzen Abmaterialien, du willst eine Rüstung herstellen. Ich mache das für dich, ich spendiere dir meine Geier. Geier, genau, ich spendiere dir meine Geier. Und dann habe ich mit den 300 Geier auf Main und 100 Geier auf der Shami, habe ich dann 4 Rüstungen hergestellt, zumindest versucht. Und eine hat geklappt, 2 Fail. Und die vierte, oder die dritte hat auch gefällt, und die vierte gibt es dann jetzt auf der Shami, den Abversuch. Da habe ich natürlich kurz gefragt, ja, wollt ihr das jetzt schon sehen, dass ich jetzt mal den Shami-Abversuch mache? Ja, habe ich also erstmal den Shami-Abversuch gemacht. Und ja, war auf jeden Fall cool. Wie gesagt, das erste Mal für mich, halt komplett neu, obwohl das dieser Run schon gar nicht mehr so neu ist. Aber für mich das erste Mal alles, deswegen freue ich mich da so extrem drüber. Ja, bei der Shami jetzt auch gefailt. Also eine Rüstung haben wir hergestellt. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, was rumgekommen ist für Salokin. Gute Diff, gute TP mit Stärke, aber nur ein Monster leider. Das ist, kann man wahrscheinlich ganz gut verkaufen für Leute, die nicht auf Max Monster gehen wollen, weil der Diff-Wert ganz gut ist. Also fast maximal, aber ja. Also kein kompletter Crap auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut, denke ich mal. Ja, die 20 Truhen habe ich dann aufgemacht, um mal zu gucken, was rumkommt. Söldner-Lizenzen kommen da auch ganz gut raus. Das ist auch ganz nett, wenn ich die in Zukunft sammeln werde, die Söldner-Lizenzen. Auch gut. Kleine Segnungen. Auch mitnehmen natürlich und sonst kam jetzt nicht so extrem viel Wertvolles rum. Ja, ein bisschen Nachtjedi, die sind ganz viel wert, denke ich mal. Und Schlangenstein Plus ist auch okay, sonst halt nicht großartig was rumgekommen. Aber egal, freue ich mich. Ja, ich habe dann überlegt, komm, wir leveln weiter. Ich werde jetzt Richtung Tempel Level 11 gehen erstmal und dann mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ja, das ist jetzt so der letzte Clip. Wie gesagt, Anmelde-Link habe ich in der Videobeschreibung und wenn ihr Tiger Ghost Codes haben möchtet, wie immer bei mir auf Discord. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und danke wie immer an euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken und fürs Kommentieren. Und ja, freue ich mich drüber. Bis zur nächsten Folge. Peace und out.